was mich immer beeindruckt hat und was uns hier ein Stück weit fehlt, ist dieses Neidfreie, das man dort hat. Das hat sich ein Stück weit verändert. Es ist nicht ganz so geblieben, wie es schon war. Die Trump-Zeit hat auch nochmal die Gegensätze, auch das Nicht-Gönnen befördert. Ganz interessant, obwohl er ja eigentlich aus der Ecke ja auch kommt. Aber es ist etwas, man geht anders mit Erfolg um, man geht aber auch anders mit Scheitern um. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn in den USA jemand auf die Nase fliegt, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, sei es auch mal gesellschaftlich, weiß man sehr wohl dann auch einmal mit der Planierraupe drüber zu gehen, aber man hat ein ganz großes Grundbedürfnis, das Aufstehen wieder zu ermöglichen und sich zu freuen daran, wenn jemand wieder aufsteht. Gegen Gutenberg.